Bei unserem nächsten Pferd sehen wir ein weiteres typisches Problem in der Springausbildung. Der Wallach schießt vor dem Sprung los und macht dabei einen Galoppsprung weniger als geplant. Die erste Galoppstange liegt 14,5 Meter vom Sprung entfernt. Platz für 4 gleichmäßig verkürzte Galoppsprünge. Die Galoppstange vor dem Hindernis unterstützt das energische Abfußen. Der Wallach soll auch am Sprung mit der Vorhand auf die Hinterhand ausgerichtet werden. Aus zweierlei Gründen. Entweder drängt ein schiefes Pferd vor dem Sprung über die äußere Schulter, oder es setzt das innere Hinterbein nur mit halber Kraft ein, um trotzdem noch geradeaus springen zu können. Wir klettern die Ausbildungsleiter weiter nach oben und sehen jetzt die von Stefan Abt in den internationalen Sport gebrachte Candy, kurz nachdem mein Bruder sie übernommen hat. Die Feinabstimmung soll verbessert werden. Die Stute neigt kurz vor dem Sprung dazu, den Unterhals herauszudrücken und sich in eine zu dichte Absprungdistanz zu schieben. Diese Übung wurde circa 2 Monate lang wiederholt. Danach war die Abstimmung zwischen Reiter und Pferd endgültig gefestigt.